Wunderbar. Ja, herzliche Gratulation. Dankeschön. Sogar mir geht so, ja. So, herzliche Gratulation nach dem guten Ergebnis gestern, heute nochmals nach oben. Wie war es heute für dich? Ja, es war echt schwierig, die mentale Stärke zu behalten, weil ich ziemlich aufgeregt war, schon im Probesprung, weil ich wusste, dass es ziemlich weit nach vorne gehen könnte, wenn ich das abrufe, was ich kann. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung heute. Und ich hoffe, dass ich das nachher im Lauf genauso umsetzen kann wie im Springen und dass ich den Platz halte, den ich. Genau. Also du startest also jetzt auch nochmals in der nordischen Kombination, also eine große Belastung am heutigen Tage eigentlich. Ja, wir üben das ja auch im Training. Ich bin das gewohnt, aber diese Aufregung, dieser Druck vorm Springen, der ist halt anders wie im Training. Und ich hoffe, dass das bleibt, dass ich ruhig bleibe. Ist dein erster Sieg im Alpencup? Das ist mein erster Sieg im Alpencup. Ich bin letztes Jahr bei den OPA-Spielen gestartet. Das war auch gut. Ja. Alles klar. Dann sage ich nochmal herzliche Gratulation, wünsche dir alles Gute für deinen Lauf und vielleicht sehen wir uns in Böhler wieder beim Interview. Ja, danke. Vielen Dank. Danke. Ciao.